Und jetzt du. Kretsches WM-Tagebuch wird präsentiert von St. Abel, dein Schutzpatron zum Anziehen. Nach dem großartigen Auftritt des Teammanagers Oliver Rogge gestern in Kretsches WM-Tagebuch Teil 1, nun Teil 2. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, zeigen wir euch natürlich auch Einblicke Land, Leute, Stadt, Natur. Heute haben wir uns für euch auf die Suche gemacht nach Sehenswürdigkeiten in Doha. Ihr werdet begeistert sein, wir waren es auf jeden Fall. Alleine schon mal dieser Ausblick ist unfassbar schön. Seht selbst. Katar ist ja nicht nur ein Land aus Tausend und einer Nacht, nein, es ist ja auch in Tausenden von Jahren aufgebaut worden. Die Architektur zeigt es häufig, dass hier also schon im Mittelalter die ersten großen Bauten zustande gebracht wurden. Leider wurden die Pyramiden weggerissen und mussten weichen. Diesen neuen Pyramiden im Financial- und Luxusdistrikt von Doha befinden wir uns hier. Und hier ist natürlich die Hölle los. Ähnlich wie in New York hat man hier Rush-Hour rund um die Uhr. Dass man sich hier überhaupt auf die Straßen bewegen kann, ist ein Wunder. Man muss wirklich extrem auf die Ampelzeichen achten. Grün, Rot, Grün, Rot, Grün, Rot, weil ansonsten ist die Gefahr, dass man von den Abermillionen von Autos überfahren wird, natürlich extrem. Hier also das Epizentrum der finanziellen Welt, der Welt. Man denkt in Doha schon voraus. Eines der großen Wahrzeichen, die sich seit 10 Jahren im Bau befinden, ist die U-Bahn in Doha. Hier ein Tunnel über der Erde. Man hat aber dann festgestellt, es gibt keine Menschen, also auch keine U-Bahn. Wir erinnern uns, Handball-WM in Spanien. Wer es nicht wusste, hat es auch nicht mitgekriegt. Nix tauchte irgendwo im Stadtbild auf, was darauf schließen ließ, dass das größte Ereignis im Handball in dieser Stadt stattfindet. Wir begaben uns natürlich auch wieder hier auf die Suche, aber auch hier nix. Wir suchen weiter. Hier befinden wir uns nun in einer typischen Qatari Shopping Mall, mitten in Doha, im heißesten Wüstenstaat der Welt. Und was macht der Qatari an sich, wenn er einkaufen geht? Das schöne Wetter genießen, einkaufen und Schlittschuh laufen. Ist doch klar. Ich muss mich ein wenig korrigieren. Natürlich spielt die Handball-WM eine große Rolle hier im Stadtbild von Doha. Wie wir sehen können, ganze Gebäude werden zugeklebt mit dem Hinweis auf diese Weltmeisterschaft. Und was wir herausgefunden haben, der zweitbeliebteste Sport, der Nationalsport von Katar sozusagen, ist Gebäude-Mikado. Das spielen die hier bis zum Umfallen. Die Kataris sind sehr ehrgeizige Menschen. Sie wollen nicht nur Handball-Weltmeister werden, sondern auch Bauweltmeister. Vor 2 Monaten war hier noch alles Wüste. Jetzt seht selbst. Ich finde, sie haben eine echte Chance. Die WM in Katar, die WM in Doha, die WM in einer Stadt, die WM der kurzen Wege, angeblich. Das testen wir jetzt mal. Denn unser Shuttle führt uns direkt bis zur Arena. Und das soll ja angeblich nicht lange dauern. 15 Minuten später und weit und breit noch keine Halle in Sicht. WM der kurzen Wege, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir lassen uns die Stimmung im Journalisten-Partybus nicht verderben. Minuten später haben wir nun die Stadtgrenze von Doha erreicht und immer noch keine Halle weit und breit in Sicht. Das kommt mir ein bisschen spanisch vor, vielleicht sogar katarisch. Aber gut, wir fahren weiter und haben jetzt das Erfolgsgeheimnis dieser Stadt zumindest ergründet. Denn hier draußen sieht man ganz genau, da wo früher mal nichts war, wird irgendwann etwas entstehen. Die Kataris haben förmlich auf Sand gebaut. Knapp 1 Stunde später haben wir jetzt die Reise hinter uns gebracht und haben die Lusail Arena mitten in der Wüste von Katar erreicht. Imposanter Bau, allerdings irgendwie im Niemandsland. Das ist sie also, die Lusail Arena von Katar. Der Gigantismus der Kataris kennt keine Grenzen. Wahnsinn, dieses Ding. Sieht aus wie ein UFO. Man munkelt, Katar Trek Teil 5 wird hier gedreht. Und des Weiteren sagt die Legende, dass einige Außerirdische sich noch drin befinden, in dieser Halle. Vielleicht sogar versteckt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Ich möchte keine Vermutungen aufstellen, wer es sein könnte. Macht euch selbst ein Bild beim Anblick der Autogrammkarten. Wir gehen jetzt rein und drücken den Deutschen die Daumen für ihr Auftaktmatch gegen Polen. Auf geht's, Deutschland!